Warum tun wir das, was wir tun? Warum denken wir, was wir denken? Welche Entscheidungen treffen wir aus welchen Beweggründen? Warum treffen wir richtige oder falsche Entscheidungen? Das alles sind Fragen, die man eigentlich Philosophen oder Psychologen stellen würde. Mein heutiger Gast aber ist Neurobiologe. Seine Forschung will die biologischen Grundlagen der Psychologie entschlüsseln. Sein Name ist Herwig Bayer und er ist der Direktor der Abteilung Gene, Schaltkreise, Verhalten am Max-Planck-Institut für Neurobiologie. Hallo Herwig, schön, dass du da bist. Hallo Annika, freut mich sehr. Herwig, du beschäftigst dich ganz grundsätzlich mit dem Gehirn bzw. mit Nervenzellen. Aber du forschst nicht am Menschen, sondern an einem Tier. An welchem denn? Wir forschen an Zebrafischen. Und ich habe auch ein paar mitgebracht. Ich habe es schon gesehen, die sind ja winzig klein. Ja, weil das die Zebrafisch-Babys sind. Also das sind, die sind ein paar Tage alt und die schwimmen jetzt hier munter in der Petrischale rum. Das hört sich ziemlich schwierig an denen zu forschen. Warum denn überhaupt diese Fischart? Also erstmal, Fische sind interessant, weil es Wirbeltiere sind, genauso wie wir. Und jetzt ist das Spezielle am Zebrafisch, dass es ein sogenannter Modellorganismus ist. Das heißt, vor ungefähr 30 Jahren haben sich Forscher zusammengetan und ich war auch da in der ersten Stunde dabei und haben entschieden, dass man eigentlich möglichst viel über diesen einen Fisch lernen möchte. Aha, das heißt, nicht nur du forschst an dem Fisch, sondern auch andere Wissenschaftler und das ganze Wissen kann dann zusammengetragen werden, damit man den Organismus möglichst komplett versteht. Das ist richtig, genau so. So funktioniert das. Ja. Und wir machen Grundlagenforschung. Okay, das heißt, du möchtest wissen, was in dem Hirn der Fische vorgeht. Wie funktioniert das denn bei so einem mini-kleinen Hirn? Naja, der Vorteil ist natürlich, dass man das Gehirn unter dem Mikroskop anschauen kann, weil es eben so klein ist. Ja. Und man kann direkt reingucken ins Gehirn. Man muss nicht irgendeine Haut oder einen Knochen entfernen. Weil der Fisch durchsichtig ist. Weil der Fisch durchsichtig ist, genau. Man kann durch die Haut durchschauen. Und man kann die Nervenzellen mit Fluoreszenzfarbstoffen anfärben, sodass die unterm Mikroskop aufleuchten. Jetzt schwimmt so ein Fisch aber ja die ganze Zeit rum, was unterm Mikroskop etwas schwierig ist. Wie machst du das? Das war eines der ersten Probleme, die wir lösen mussten. Natürlich schauen wir uns gerne das Verhalten der Fische an. Dann können sie rumschwimmen und ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, wie das funktioniert. Ja. Aber dann später nehmen wir dann einen einzelnen Fisch und wir betten ihn ein in einer Gelatine, sodass er nicht mehr wegschwimmen kann. Es hört sich ein bisschen gemein an. Schadet man dem Fisch damit? Nicht wirklich. Also der Fisch atmet durch die Haut, wenn er so klein ist. Mhm. Und wir können die Fische auch wieder nach dem Versuch herausnehmen aus dem Gelee. Und sie können dann einfach munter weiterschwimmen. Sehr gut. Jetzt habe ich schon sehr viel über die Fische erfahren und über deine Methoden. Aber was genau erforschst du denn jetzt an dem Fisch? Genau hier, das ist ein spezielles Verhalten, das wir in den letzten Jahren erforscht haben. Das ist die Schwarmbildung. Also man sieht hier auf der linken Seite, wie diese kleinen Fischchen miteinander gerne herumschwimmen und einen Schwarm bilden. Und das funktioniert auch, wenn man einfach Paare in die Schalen hineintut. Dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, was ist es eigentlich, was diesen Schwarm zusammenhält? Ja, was macht einen Artgenossen aus für den kleinen Fisch? Und hier haben wir erstmal angefangen, zwei Fische zu trennen. Diesen lila Fisch, den grünen Fisch, die sind jetzt in benachbarten Schalen und können sich eigentlich gar nicht sehen. Aber wir lassen sie jetzt miteinander skypen. Das heißt, wir nehmen das Bild des grünen Fisches auf und zeigen dieses Bild nur als einen Punkt, der unter dem lila Fisch schwimmt. Das heißt, die können miteinander kommunizieren, ohne dass sie in derselben Petrischale drin sind. Das heißt, es ist ihnen eigentlich egal, wie das Objekt, das da rumschwimmt, aussieht. Es geht nur darum, wie es schwimmt. Also die Bewegung ist entscheidend. Genau, das war eine der ersten Entdeckungen, die wir gemacht haben. Dass dieses Objekt gar keine Fischgestalt haben muss, sondern es reicht ein Punkt. Okay, und er folgt jetzt diesem Punkt. Das heißt, was ist das für euch für eine Erkenntnis? Das ist erstmal ganz interessant, weil wir jetzt natürlich im Gehirn nachschauen können, welche Teile des Gehirns auf diese springenden Punkte reagieren. Hier ist zum Beispiel so ein Experiment gezeigt, das ganz typisch ist, wo wir ins Gehirn des Fisches hineinschauen. Der Fisch sitzt jetzt hier, man sieht die beiden Augen, und wir zeigen ihm diesen Punkt, der um den Fisch herumkreist. Manche dieser Punkte sind tatsächlich so, wie ein Artgenosse schwimmen würde. Und gleichzeitig können wir jetzt im Gehirn, das ist hier auf der rechten Seite gezeigt,
die Nervenzellen aufnehmen, die auf diese Reize reagieren. Und da gibt es zum Beispiel Bereiche im Fischgehirn, zum Beispiel den Thalamus, die ganz stark aufleuchten, wenn der Fisch einen Artgenossen sieht. Der nimmt ganz klar wahr, da ist ein Artgenosse von mir und da möchte ich jetzt eigentlich hin. Genau. Und der Rest des Gehirns, den interessiert das nicht. Und wirklich nur dieser kleine Teil tief im Gehirn des Fisches, der reagiert darauf. Habt ihr das auch noch mit anderen Reizen probiert oder jetzt nur mit Artgenossen? Das ist eine sehr gute Frage, weil der Fisch ist tatsächlich sehr wählerisch. Und man kann ihm nicht jeden beliebigen Punkt, der sich bewegt, vorspielen. Manchmal sind auch die Punkte, zum Beispiel können wir sie so klein machen und dann bewegen sie sich auch. Und die Fische nehmen diese Art von Punkte wahr wie eine Beute. Ja, die schwimmen alle sofort dahin. Ja, die schwimmen dahin und bleiben auch da und versuchen, die zu fangen. Natürlich geht das nicht, weil das nur auf dem Computermonitor gezeigt wird. Und hier haben wir jetzt andere Punkte verwendet, die sind jetzt viel größer. Und hier sieht man deutlich, wie die Fische da Reis ausnehmen. Die denken also, das ist ein Fressfeind. Genau, so interpretieren wir das. Und dann haben wir natürlich auch ins Gehirn hineingeschaut, der Fische, die solchen Reizen ausgesetzt sind. Und tatsächlich gibt es da auch wieder ganz bestimmte Nervenbahnen, die auf die Beute reagieren. Und das ist dann getrennt von den Nervenbahnen, die auf den Fressfeind reagieren. Lässt sich das Ganze denn jetzt überhaupt auf den Menschen übertragen? Das glauben wir schon, weil es ist natürlich eine Entscheidung hier, die der Fisch machen muss. Zum Beispiel muss der Fisch ja bei einem mittelgroßen Punkt entscheiden, ist das jetzt etwas, was mich bedroht, oder ist es etwas, was ich vielleicht mal verfolgen sollte, um zu gucken, ob ich es essen kann. Und da haben wir gezeigt, dass die Fische, die besonders hungrig sind, tatsächlich diese mittelgroßen Punkte als Beute wahrnehmen. Das heißt, deren Wahrnehmung der Umwelt verändert sich in Abhängigkeit von ihrem Sättigungszustand. Verstehe. War das denn dein Aha-Moment, dass du festgestellt hast, okay, wenn sich die Wahrnehmung der Fische ändert und sie hungrig sind, dann sind sie auch bereit, ein höheres Risiko einzugehen. Und das kann ich im Hirn sehen. Genau, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aha-Moment, dass der Hunger letztendlich unsere Wahrnehmungsleistungen auch beeinflusst. Und das haben wir zum ersten Mal hier im Zebrafisch gezeigt. Und das kann man auch auf uns Menschen übertragen? Naja, wir alle kennen diese Erfahrung, dass wir im Supermarkt sind und den Einkaufswagen vollladen, weil wir hungrig sind und vielleicht Dinge kaufen, die wir nicht essen sollten oder essen wollen. Also auch bei uns ändert sich die Wahrnehmung, ausgelöst durch den Reiz des Hungers, und wir treffen andere Entscheidungen, würden Dinge eher kaufen, die wir gut finden. Genau. Wie cool. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Aha-Moment mit uns geteilt hast. Danke, Annika. Und wir sehen uns dann beim nächsten spannenden Aha-Moment wieder. Bis dahin, Servus.